Pfarrlicht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem Verbrechen. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Du bist schlecht gelaunt, was? Kommt von den gebrochenen Rippen. Klar. Als hätten... Meine Herrin. Unser Stichwort. Wird es so besser? Wenn die Welt untergeht, will ich dabei nicht nüchtern sein. Lass mich raten. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat der Bart nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir seinem Anrecht. Dann kam der Auftrag. Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schiefer. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Also, konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Ja, am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abad sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Bad Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Ich sollte dann mal los. Klar, zu deinen komplizierten Aloy-Sachen. Vielleicht verschwindest du dieses Mal nicht völlig. Kann nichts versprechen. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Ja. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Ella.
Sie ist positiv, Bajiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und dem Tenakt da draußen. Ja, Sir. Was soll die Miene, Mavas? Würdest du lieber da raus? Nein, Sir. Keine Angst. Wenn die Tenakt angreifen wollten, hätten sie das längst getan. Wenn du das sagst, Sir. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Eloy von den Nora nach Fahrlicht? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Kaja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür erhalten sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen. Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Weil die Tenakt irgendeinen Gefangenen übergeben, richtig? Den Soldaten verscharf? Ah, du weißt es. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer drei Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Bajiv hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, in der Tat. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm, aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll, besonders wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und das wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Warum glaubt der Sonnenkönig, wir könnten mit... Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah, Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe, was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Oh,
Ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der dritte Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Du hast Glück, dass die Retterin von Meridian noch ein paar Dinge erledigen muss. Eine weitere Runde im Schrecken lohnt sich vor der Gesandtschaft sicher. Und Turles hat ein Jagdgebiet in der Nähe erwähnt. Zum Trainieren. Deine Ungeduld interessiert die Wilden nicht, Nora. Du nervst damit nur uns. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Da sitzt jemand drauf. Wow. Öffne bitte die Tore. Lass sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswitwe persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt. Ich bitte höflich. Was soll ich denn tun? Hey, Val. Hi, Erend. Befehl. Eloy will etwas, die Leute wollen hier im Weg stehen. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nosa! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Na, was im Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Also der Stamm, von dem Maral sprach, Tenakt. Wir müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen? Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Mutter, schaut sie euch an. Okay. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja.
Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen Sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment! Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Du bist verscharf? Avad gab mir eine Botschaft. Er wartet in Meridian, wo du hingehörst. Avad war schon immer höflich. Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht. Schließlich vertraut dir der Sonnenkönig. Aber solche Verbindungen zu den Kaja könnten hier schlecht für dich sein. Das weiß ich nur zu gut. Du siehst ja, hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will kein Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Jirans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich. Klappt es nicht. Sie begannen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein. Die Kohlrot. Im Glauben, ein Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand.
Du sagtest, die Kulrut ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja. Aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt-Häuptling gedient? Die Sieger der Kulrut müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überleben. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. Drei Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Ekaro und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin, aber nicht als letzte. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja. Du redest völlig anders über die Tenakt, als die Kaja es tun. Freust du dich auf deine Rückkehr nach Meridian? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Wein trinken aus den südlichen Weinbergen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Kaja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Avad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Die Tenakt scheinen nicht so friedlich. Nein, das sind sie auch nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Hikaru weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewige Kriege beilegen muss. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein?
glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Ikaru kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsklan-Banner! Marschelle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsklan. Und der Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller drei Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Kaja, öffnen die Tore. Die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkarus größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns Verbannte! Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen! Wo haben Sie das gelernt? Silence. Verschärf! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Schützen! Wehrt sie ab! Flankieren! Zu den Kaja! Überrennt sie!
öffnet die Tore! Kaja! Geht nicht nach! Los, Feuer frei! Ich sehe kein Ziel! Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felskart! Da kommen sie! Sie wurden entdeckt. Yeah.
Genug! Ihr da, Fremde! Ich häute euch! Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts. Nun gut. Ja! So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Ich erledige dich. Ich kann sein Schild besprechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Ergib dich! Der Schild wird dich nicht retten. Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert, die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Abmarsch! Schaff ihn ins Lager. Los! Wirst du es schaffen?
ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur Erend. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. Lasst uns plündern, Jungs. Es hält wohl nicht viel aus, aber ich sollte damit gleiten können. Aloy, wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Mosar, Wadis, Hashaf. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenak-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenak-Gebiet? All das da draußen? Das ist niemands Land. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaru-Grenze. Aber warum? Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst, kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis. Das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenakt. Ihr Gebiet ist auf 3 Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den roten Raubzügen wollte die Kaja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen, zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt.
Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kaja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Allerdings versuchen sie nicht, Handel zu treiben. Nein, sie wollen nur ihre Ruhe. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Awad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte, sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kaja und Osseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen. Wer denn? Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch andere Gruppen von Osseram-Stöberern. Zwei Kaja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm. Verscharf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verscharf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Wegen Verscharf. Er wurde von den Tenakt gefangen genommen. Überlebte Jahre im Westen und starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Kaja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Das mit Nosar und Wadis, das tut mir sehr leid. Zumindest starb Nosar im Kampf. Der Sonnenpriester, also, so einen Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Das ist das Mindeste. Meinst du, die Kaja werden etwas gegen Regala tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Kaja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Awad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Und das mit deinen Freunden, die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst.
Also, der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte.